Veränderungsprozesse in Organisationen bringen Neues mit sich, können aber auch verunsichern. Wenn sich bisher vertraute Tätigkeiten oder auch Programme ändern oder auch das Miteinander mit anderen Personen, dann können auch leicht Widerstände entstehen. Das kennen Sie mit Sicherheit auch. Was aber sagen diese Widerstände aus? Und wie kann man diese Widerstände umgehen? Welche Phasen und welche Formen gibt es? Und vor allem, wie gelingt es, dass Veränderungsprozesse von allen Beteiligten unterstützt und auch mitgestaltet werden? Vor allem auch im Hinblick auf das Ehrenamt. Wie Sie sehen, sehr viele Fragen, auf die unsere heutige Expertin Susanne Saliger von der Akademie für Ehrenamtlichkeit gleich Antworten haben wird. Und damit herzlich willkommen, Susanne. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und uns heute an deinem Wissen teilhaben lässt. Susanne Saliger ist Trainerin und Beraterin mit den Schwerpunkten Freiwilligenmanagement und leitet den Bereich Digitalisierung und Organisationsentwicklung. Mein Name ist Maileen Perisch. Ich bin vom Haus des Stiftens. Ich übergebe jetzt direkt auch an dich, Susanne, und wünsche Ihnen allen ein spannendes Webinar. Wir hören und sehen uns später zur Fragerunde wieder. Vielen Dank, Marlene. Auch von mir ein herzliches Willkommen und schönen guten Morgen in alle Richtungen. Ich freue mich, dass wir heute uns ein bisschen genauer mit Widerständen beschäftigen, weil sie irgendwie zum Leben gehören, wie viele andere Sachen. Ich möchte Ihnen eingangs nochmal so ein bisschen einen Überblick geben, wann und wie kommt es denn eigentlich zu Veränderungen und damit auch zu Widerständen. Denn im Grunde kann man schon so eine kleine Formel mitgeben, wo es Veränderungen gibt, kommt es auch zu Widerständen. Das ist was sehr Menschliches, was sich da in uns regt, kann aber immer sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Ich möchte relativ global mal so auf Veränderungen als solches schauen. Das meint jetzt noch gar nicht unbedingt organisationsinterne Veränderungen, sondern ein Stück weit auch das, was wir in den letzten Jahren und auch zurzeit erleben. Was sind denn so äußere Faktoren, aber eben auch innere Faktoren oder Wechselwirkungen zwischen beiden, die uns in unseren Organisationen dann auch ja, so ein bisschen in die Situation bringen, uns auch verändern, weiterentwickeln zu müssen. Ich habe ein paar sogenannte Megatrends, Veränderungstreiber mal aufgelistet, mit denen können Sie wahrscheinlich alle etwas anfangen, erleben das vielleicht auch alle etwas unterschiedlich, wie die Globalisierung, Mobilität, Digitalisierung, ein höherer Wettbewerbsdruck, Ansprüche von Mitgliedern, von Ehrenamtlichen, von Hauptamtlichen. Kostendruck, Ergebnisdruck ist, glaube ich, auch etwas, womit wir gerade im Non-Profit-Sektor, weil wir auf öffentliche Förderung, auf Spenden angewiesen sind, womit wir sehr viel Erfahrung machen. Dann auch so ein gewisser Wertewandel, das erleben wir ja auch im Bereich des Engagements, des Ehrenamts, dass sich das Ehrenamt wandelt und auch die Werte, die mich leiten und treiben, mich irgendwo zu engagieren. Einen großen Einfluss hatte auch die Pandemie. Während der Pandemie hat sich sehr vieles verändert und jetzt in dieser nachpandemischen Phase geht es auch um die Frage, wie kriegen wir halt die Veränderungen, die mindestens positiv waren, auch gut in unser Leben, in unseren Arbeitsalltag integriert. Und wir waren auch in den letzten Jahren verstärkt oder sind es auch immer noch, haben wir verstärkt Einwanderungswellen erlebt. Und Sie sehen drei Punkte, das ist halt keine geschlossene Aufzählung. Aber all das sind so äußere Faktoren, die auf unsere Organisation einwirken, ganz zu schweigen auch von inneren Faktoren, von denen wir, ich würde jetzt sagen, betroffen sind, das klingt ein bisschen negativ, sondern die wir erleben, wo es zum Beispiel auch zu Veränderungen bei unseren Organisationsangehörigen kommt, bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Also auch da so ein bisschen Veränderung der Werte des Arbeitens. Wir erleben, glaube ich, jetzt mit den nachfolgenden Generationen auch eine andere Haltung zur Arbeit und Freizeit beispielsweise, was wiederum eben auch in Organisationen gewisse Veränderungen verursacht oder bewirkt. Ich möchte jetzt eingangs nochmal weiter auf der Ebene Veränderungsmanagement bleiben. Change Management, der englische Begriff dafür. Ich habe eine Definition dazu nochmal mitgebracht und möchte dann nochmal in
Überschneidung, teilweise auch Abgrenzung zu Organisationsentwicklung, Ihnen einen kleinen Einblick geben, Veränderungsmanagement und Organisationsentwicklung, was ist das, wie verhält sich das auch zueinander? Weil wenn wir Veränderungen gestalten, heißt es nicht immer, dass es halt eine komplette Organisationsentwicklung oder ein Strategieprozess dann auch gleich sein muss. Deswegen eine ausgewählte Definition, das Veränderungsmanagement ist das Führen einer zielgerichteten Veränderung von Arbeitsweisen und Verhalten einer Organisation von einem bestehenden zu einem neuen Zustand und geht oftmals aus von einer Idee zur Realisierung dieser Idee. Und bestenfalls werden Mitarbeitende, Ehrenamtliche wie auch Hauptamtliche oder vielleicht auch Honorarkräfte, vielleicht sogar auch Begünstigte oder Zielgruppen von ihren Einrichtungen, von ihren Organisationen beteiligt über den gesamten Veränderungsprozess. Der Beteiligungsgrad kann da jeweils unterschiedlich sein und das ist auch eine starke Verbindung schon so ein bisschen zum Widerstand, der bei einzelnen Menschen, ich sag mal, hochkommt, sich entwickelt im Rahmen von Veränderungsprozessen. Also da gehen wir später noch mal ein bisschen genauer darauf ein, was dieser Beteiligungsgrad bedeuten kann und wo ich vielleicht auch eine Einflussmöglichkeit habe, mit dem Widerstand möglichst positiv umzugehen. Wir schauen jetzt einmal so ein bisschen auf eine Art Verständnis von Organisationsentwicklung. Das ist auch, wie gesagt, eine Denkrichtung dabei, dass Organisationen soziale Wesen sind. Organisationen bestehen aus Menschen, die wiederum ein soziales Gebilde darstellen. Das heißt, wenn wir von Organisation sprechen, dann sprechen wir nicht von einem Haus mit entsprechenden Infrastrukturen wie Treppe, Fahrstuhl, Räume und so weiter, sondern wir sprechen von den Menschen, die die Organisation bilden. Organisationsentwicklung selbst sind mehrere Methoden zur zielgerichteten Veränderung und Weiterentwicklung von Organisationen, die oftmals umfassend die Akteure, die Menschen betreffen, die Prozesse, die Strukturen, manchmal sogar die Ergebnisse bzw. Angebote, die wir in unserem Bereich oftmals haben, Angebote für Menschen, auch mit Menschen, die sich halt allumfassender verändern. Bei der Organisationsentwicklung gehe ich auch ein Stück weit von einem humanistischen Menschenbild aus, also dass wir als Menschen auch Entwicklung selbst mit gestalten und das in einem bestimmten Wertesystem machen, auch mit bestimmten Haltungen, mit einem bestimmten Verhalten auch. Das ist nochmal so der Link zu sogenannten Organisationskulturen ein Stück weit, die wir uns auch nachher ganz kurz nochmal anschauen, weil das alles auch Faktoren sind, die in Wechselwirkung mit Widerstand stehen. Was wir oftmals anstreben wollen, das benennt sich im letzten Punkt, sind effiziente und effektive Organisationen. Das ist im Grunde genommen so das Metaziel, was wir verfolgen, wenn wir arbeiten, wenn wir agieren, wenn wir auch soziale Wirkung erreichen wollen, auch Wirkung in der Gesellschaft erzielen wollen, dass wir als effiziente und effektive Organisationen möglichst gut arbeiten und wirken können für die Menschen und mit den Menschen. In Zusammenfassung, einmal der Blick Organisationsentwicklung meint eine langfristige Betrachtung von Organisationen, ist auch vom System, also allumfassender hergestaltet. Veränderung oder Change Management kann ein ganz konkretes Veränderungsprojekt bedeuten. Also beispielsweise, wir fokussieren ja auch so ein bisschen auf den Megatrend vielleicht jetzt von Digitalisierung. Ich möchte ein bestimmtes Tool implementieren beispielsweise. Dann wäre das ein ganz konkretes Veränderungsvorhaben, was auch Auswirkungen auf andere Prozesse hat, auch auf die Menschen in unserer Organisation hat, aber nicht auf alle Menschen und nicht auf alle Prozesse oder Strukturen Auswirkungen hat. Also das so als kleiner Exkurs. Um deutlich zu machen, wenn wir über Widerstand reden, dann müssen wir nicht einen großen, umfassenden Organisationsentwicklungsprozess machen, sondern selbst bei kleineren Veränderungsvorhaben kann es sein, dass uns Widerstand begegnet. Wir schauen uns dann noch mal ein bisschen die Organisationskultur an. Ich habe da das wahrscheinlich sehr bekannte Modell eines Eisbergs genommen. Beim Eisberg wird ja oftmals gesagt, ein Achtel ist über der Oberfläche zu sehen, ist sichtbar, sieben Achtel sind unter der Wasseroberfläche.
Wir wissen, dass da viel ist, wir können es aber nicht genau erkennen. Mir gefällt das Eisbergmodell dabei immer ganz gut, weil das, was wir halt oberhalb der Wasseroberfläche sehen, da können wir Konturen sehen, wir können die Höhe, die Dicke von Eis beispielsweise sehen. Und wenn ich das auf Menschen beziehe, dann sehen wir halt vor allem das Verhalten von Menschen. Das erleben wir auch. Wie verhält sich ein Mensch? Wie setzen Menschen bestimmte Arbeit um? Wie kommunizieren sie untereinander mit anderen Menschen? Und viele Dinge, die wir nur erahnen können, weil wir wissen, dass sie 7/8 unterhalb der Wasseroberfläche sind, also sehr, sehr viel unterhalb der Wasseroberfläche, sind dann nicht ganz so gut sichtbar, eben Gefühle, auch Gedanken, die wir als Menschen haben, die Werte, die für uns ja handlungsleitend oftmals sind, und auch unsere Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse. Ich habe ein paar damit hingeschrieben. Das Modell stammt übrigens aus dem Buch von Breidenbach und Rolo. Ich glaube, das ist das Inner Work-Buch, so ein New Work-Ansatz, der darauf abzielt, stärker die Menschen bei Veränderungsprozessen in den Blick zu nehmen und auch eben das, was unter der Wasseroberfläche ist, sprich Gedanken, Gefühle, Werte, Bedürfnisse in den Blick zu nehmen. Und bei den Bedürfnissen sind jetzt noch mal ein paar Beispiele wie Liebe und Zugehörigkeit, sicher ein Bedürfnis nach Sicherheitsgefühl, das kann monetärer Art sein, ne, Gehalt beispielsweise, aber auch einfach, dass ich mich sicher in der Kommunikation mit meinen Kolleginnen und Kollegen fühle. Ich habe Bedürfnisse, mich auch selbst einzubringen, Selbstausdruck, Innovation, vielleicht auch ein Bedürfnis nach einem Wachstum, ein Wachstum an Kompetenzen, an Wissen beispielsweise. Das sind Sachen, die unterhalb des Wassers sind, nicht so gut sichtbar. Und die Frage ist, wie können wir das trotzdem sichtbar machen und damit arbeiten in Widerständen? Ich habe es eingangs heute schon gesagt, wo es Veränderungen gibt, da gibt es Widerstand. Das können wir gar nicht verhindern. Das ist was zutiefst Menschliches, und da agieren oder reagieren Menschen auch sehr unterschiedlich. Und es gibt so diese beiden Strömungen, die auch noch gegensätzlich sind. Einerseits das menschliche Bedürfnis nach Stabilität, ne, dass ich ein sicheres Umfeld habe, dass ich genau weiß, was ist mein Aufgabenbereich, wie viel muss ich davon umsetzen, in welcher Zeit, welche Entscheidungskompetenz habe ich und ich möchte, dass es einfach so bleibt und so weiterarbeiten. Und es gibt auch Menschen, die haben dann in bestimmten Momenten eher so eine Lust auf Veränderung, etwas weiterzuentwickeln, etwas mal anders zu machen, und sind dann auch so ein bisschen so die Treiber in der Veränderung. Und diese beiden Extreme und dann noch ein bisschen was dazwischen, was wir in Veränderungsprozessen als Menschen auch ein Stück weit erleben, das sind, ich sag mal, Gefühle, Wahrnehmungen, Strömungen, die wir in Veränderungsprozessen auch sehen können. Konkret könnte man das so in Phasen des Widerstands so ein bisschen beschreiben. Also das ist ein Modell von Weber, das ich hier Ihnen kurz vorstellen möchte. Sie sehen da auf der vertikalen Achse die wahrgenommene Kompetenz der Menschen, die von der Veränderung betroffen sind oder die die Veränderung auch mitgestalten. Und auf der horizontalen Achse die Zeit. Also wenn ich dahin gehe, wo das Wort niedrig steht, dann ist das sozusagen der Beginn einer Veränderung. Und Sie sehen, dass die eigene wahrgenommene Kompetenz dann noch relativ weit unten angesetzt ist, also als geringe Kompetenz sichtbar ist, weil es oftmals, wenn wir von Veränderung sprechen und nicht diejenigen sind, die Veränderung initiieren und vorantreiben, entsteht bei den Menschen im ersten Moment so ein Schock. Der kann klein, groß, mittel sein, aber es gibt eben diesen Unterschied zwischen den hohen Erwartungen und der eingetroffenen Realität. Also auch zu merken, in meiner Arbeit komme ich mit bestimmten Sachen jetzt so nicht mehr weiter, es reicht nicht mehr aus. Und beispielsweise die Digitalisierung hat uns ja vor viele solche Veränderungen gestellt. Allein, wenn ich mal so ein bisschen auf die Pandemie schaue, wo wir halt sehr häufig nicht mehr in der Begegnung zusammengearbeitet haben, sondern das Remote-Arbeiten, Arbeiten im Homeoffice sehr stark zugenommen hat, und da
war erstmal deutlich Videokonferenzen. Habe ich ein Video? Habe ich einen Laptop? Wie funktioniert das Ganze? Wie stelle ich was ein? Wie teile ich den Bildschirm? Und auf einmal haben ganz viele Besprechungen online stattgefunden. Und da war auch ein bisschen die Frage, kann ich das, will ich das, kann ich mit der Technik gut umgehen? Ich sehe mich die ganze Zeit selber im Video. Also da war erstmal sehr viel Überraschungseffekt, bei einigen vielleicht auch Neugier, bei vielen aber auch erstmal so ein kleiner Schock, dass ihnen das halt sehr fremd vorkam. Wir gehen dann den Schritt weiter, weil es dann oftmals auch so in die Verneinung geht, brauche ich denn das wirklich, diese Veränderung? Muss das jetzt alles über Video gehen? Können wir nicht auch einfach telefonieren beispielsweise? Oder wenn wir Dateien bearbeiten, die haben wir bislang über E-Mail hin und her geschickt. Wir brauchen doch jetzt keine Cloud oder keine synchronisierten Dateien, wo mehrere gleichzeitig dran arbeiten können. Also da steigt sozusagen die empfundene Kompetenz wieder so ein bisschen, ist vielleicht gar nicht so notwendig. Ich kriege das so alles noch irgendwie hin. Und dann langsam sickert so eine Einsicht ein in die Notwendigkeit von der Veränderung und dann ist wieder die Unsicherheit ein bisschen mehr spürbar. Also da geht die Kurve wieder so ein bisschen nach unten in der Wahrnehmung der eigenen Kompetenz. Und dann kommt so langsam so dieses Bewusstsein, dieses Akzeptieren, okay, die Veränderung muss wohl doch sein. Ich stelle mich der Realität, ich lasse jetzt so ein bisschen los, dass ich halt bisher mit allen anderen Sachen gut zurechtgekommen bin. Ich muss mich wohl doch mal damit auseinandersetzen, wie funktioniert die Cloud. Wie sind die Videoeinstellungen? Mit welchem Videotool arbeiten wir ganz gut, um bei diesem Beispiel mal zu bleiben? Im fünften Schritt geht es dann stärker um das Ausprobieren und da steigt dann auch so nach und nach die wahrgenommene Kompetenz, dass man sich mit zunehmender Anwendung von den Tools beispielsweise sicherer fühlt. Man probiert neue Verhaltensweisen aus, auch die Art und Weise, wie über Video zum Beispiel kommuniziert wird. Wenn ich bei dem Beispiel noch bleibe, testet das halt immer mehr. Es kommt mehr in eine gewohnte Arbeitsweise. Hier erleben wir oftmals bei diesen Veränderungsprozessen in der Phase des Ausprobierens Erfolge, Misserfolge, vielleicht auch mal Frustration. Ne, jede Videokonferenz hat ja oftmals so angefangen mit den Sätzen, bin ich zu hören, bin ich zu sehen? Es klappt nicht immer, die Kamera geht nicht an, also hat auch ein bisschen für Frust geschaffen. Aber je öfter wir das probiert haben, desto gelassener sind wir halt auch damit umgegangen, wenn bestimmte Techniken vielleicht nicht immer funktioniert haben. Aber wir haben eben auch gemerkt, es ist schon ein anderer Teamzusammenhalt, auch wenn wir uns nicht analog sehen können, uns wenigstens per Video regelmäßig zu sehen und zu sprechen. Und das ist dann so die sechste Phase der Erkenntnis, dass wir merken, gewisse Verhaltensweisen, Veränderungen führen zum Erfolg. Wir probieren vielleicht auch noch was anderes aus, wo wir sagen müssen, das ist eher Misserfolg. Also hier steckt auch so ein bisschen drin, Sachen austesten, auch wieder verwerfen, wenn es nicht hilft. Vielleicht hat man sich am Anfang auch mal für das falsche Videotool oder das nicht passende Videotool entschieden. Das ist nicht unbedingt ein Fehler. Manche sehen es vielleicht als Fehler, weil man dann Lizenzgebühren bezahlen musste. Aber das kommt auch so ein bisschen mit rein, Fehler zu machen und eine Fehlerkultur auch ein bisschen auszubauen, zu etablieren, wenn wir über Veränderungsprozesse sprechen. Das sind dann oftmals Momente, wo dann manchmal noch die wahrgenommene Kompetenz wieder ein bisschen runtergeht, ne, weil man schlechte Erfahrungen macht, aber dann trotzdem wieder schaut, wie kann ich mich auf das Positive fokussieren, wo führt die Veränderung halt auch eher zu einer Erleichterung in der Arbeit, in der Zusammenarbeit und wenn ich bei den Videokonferenzen bleibe, auch zu einer Motivation, die anderen sehen zu wollen und das auch als Erfolg zu sehen. Also dann komme ich in die siebte Phase und integriere sozusagen die erfolgreichen Verhaltensweisen in mein aktives Verhaltensrepertoire. Also das sehr grob beschrieben, die Phasen des Widerstands, die Verweildauer sozusagen in den einzelnen Phasen ist sehr unterschiedlich. Also wie lange ich in der Phase der Verneinung oder der Einsicht bin. Vielleicht gehe ich auch durch einzelne Phasen mehrfach immer mal. Also als Beispiel, wenn ich mit einem Videotool arbeite, was nicht gut funktioniert, dann gehe ich vielleicht doch noch mal zurück in die Verneinung und denke, das ist doch gar nicht notwendig, funktioniert ja eh alles nicht. Und komme danach halt wieder in die Einsicht, naja, so die anderen gar nicht zu sehen bei den Teambesprechungen ist auch irgendwie merkwürdig. Also das ist so ein Modell Phasen des Widerstands, was Ihnen
vielleicht ein bisschen helfen kann, zu schauen, was erleben Menschen, die eher widerständig auf Veränderungen reagieren, und dann vielleicht auch ein bisschen zu gucken, was können sie da unterstützen, wie können sie in den einzelnen Phasen halt auch helfen, Rahmenbedingungen, Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen, damit sie gut durch alle Phasen durchkommen können und letztlich dann auch zu dem Erfolg der Veränderung beitragen können. Ich habe noch ein weiteres Modell mitgebracht, nämlich die Menschen und die Veränderung. Wir haben es hier mit einem Modell von Fast zu tun. Ich finde das immer ganz nett, sozusagen die unterschiedlichen Akteure. Wir haben denen so ein bisschen hier Rollen zugewiesen, zu sehen, wo jeder für sich auch ein bisschen mal schauen kann, zu wem gehöre ich eigentlich, wenn es zu Veränderungen kommt, ne? Veränderungen, die ich selbst erlebe oder auch die ich initiiere. Auch hier geht es wieder um die Zeitachse, die horizontale ein Stück weit. Und wir haben aber trotzdem so ein bisschen auf beiden Seiten sehr verschiedene Menschen und Akteure. Also am Anfang stehen so ein bisschen die Visionäre und die Missionare oder auch aktive Gläubige, also die auch daran glauben, dass diese Veränderung oder ein neues Tool, eine neue Software beispielsweise oder auch neue Besprechungsformate positiv sind, die auch Lust haben, da was Neues auszuprobieren. Und wir sehen dann so ein bisschen im Verlauf, dass da auch ein paar Opportunisten dabei sind, ne? Die schwimmen einfach mit, obwohl sie gar nicht so eine klare Meinung dazu haben. Denken sich, ja, ich mach die mal, lass die alle mal machen. Und wir haben dann so ein bisschen auch die Abwartenden und Gleichgültigen. Die sind besonders, finde ich, schwierig so mit reinzuholen, weil sie gehen nicht in den Widerstand, aber sie befürworten auch nicht so richtig diese Veränderung. Schlimmstenfalls ist auch eine Gleichgültigkeit, so dass es ganz schön herausfordernd manchmal sein kann, genau die auch mitzunehmen in den Veränderungsprozessen, damit die auch gerade so im Sinne von der sogenannten Ownership, also auch, wie übersetzt man Ownership, also dass sie halt auch ein Stück weit diese Veränderung als die eigene mit sehen und die eigenen Vorteile, den Nutzen auch daraus mit ableiten können, verwenden. Dann gibt es noch die Untergrundkämpfer. In den Bereichen, auch bei den offenen Gegnern, bei den Immigranten, sind die Widerstände am höchsten. Und da ist auch so ein Stück weit die Frage, wie können wir da gut mit diesem Widerstand arbeiten, den auch bestenfalls minimieren, vielleicht auch im Vorfeld einer Veränderungsphase auch zu schauen, was können wir tun, damit Widerstände gar nicht so stark entstehen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch so ein bisschen den Blickwinkel dafür öffnen, dass es diese Typen sozusagen immer gibt, auch in den Veränderungsprozessen. Schlimmstenfalls auch eben die Emigration, also sprich, dass Personen kündigen, wenn die Veränderungen zu groß sind und sie die nicht mittragen können. Also das ist auch im Grunde genommen auch so ein kleines Analyseinstrument, mal so ein bisschen zu schauen bei unseren Organisationsangehörigen in unserem Team oder auch wenn es ehrenamtlichen Gruppen beispielsweise betrifft, wer ist offen, wer unterstützt das mit, wer treibt doch die Veränderung mit voran, aber wo gibt es halt auch eher welche, die sind skeptisch, die arbeiten dagegen, ob jetzt im Untergrund oder auch offen, was kann ich mit denen tun? Widerstand äußert sich in sehr unterschiedlicher Art. Einmal ein sogenanntes Desinteresse an der Veränderung. Da haben wir gerade schon einige Akteure gesehen, bei denen es Desinteresse sein kann. Wut oder Spott erleben wir auch manchmal in Widerständen oder dass gar keine Reaktion da ist. Eine Konfliktvermeidung, also gar nicht dann in den Konflikt zu gehen und deutlich zu sagen, ich möchte diese Veränderung nicht oder ich mag dieses oder jene Vorgehen nicht, setze mich dann auch gar nicht damit auseinander. Manchmal ist es auch ein Herunterspielen eines Konflikts. Also wenn wir zum Beispiel Sachkonflikte erleben, eine Diskussion, wollen wir jetzt eine Datenbank einführen oder nicht, und es kommt halt zu massiven Konflikten beispielsweise. Dann kann sich Widerstand auch darin äußern, dass man sagt, ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Also wir kriegen das alles ja schon so irgendwie hin. So.
Dann erleben wir manchmal auch Schuldzuschreibungen auf andere, dass man selber auch keinen Anteil hat, wenn es dann zu einem Konflikt kommt oder auch zu einer Situation, wo die Veränderung nicht weiter umgesetzt werden kann. So ein Klassiker so ein bisschen ist, wir reden über die Methoden und nicht über die Inhalte. Also ich beschreibe das nochmal an dem Beispiel. Es gibt eine Veränderung in einem Verein, eine Mitgliederdatenbank soll implementiert werden. Und es ist jetzt die Frage, wie gehen wir vor, wie finden wir das richtige Tool, die richtige Software? Und das ist ein methodisches Vorgehen, erstmal die Anforderungen an die Datenbank zu sammeln, dann auch Kriterien zu bilden, wie wählen wir aus und dann auch mögliche Programme zu sammeln. Das wäre so ein methodisches Vorgehen. Und man redet dann gar nicht darüber, was die Datenbank kann, sondern dass dieses methodische Vorgehen vielleicht unsinnig ist. Und dass man doch über andere Wege, da soll einfach mal ein Berater von außen kommen und sagen, welches Tool das geeignete ist und damit reicht das doch so. Also dann diskutiert man mehr über die Methoden, das Vorgehen, als dann über die tatsächlichen Inhalte, welche Art von Datenbank mit welchen Features wird gebraucht. Unwichtiges wird ausführlich diskutiert. Auch das ist so ein relativ klares Zeichen, wenn es um Widerstand geht. Ich nutze jetzt mal ein anderes Beispiel. Es gibt beispielsweise in einer Einrichtung einen Aushang, dass Freiwillige, dass Ehrenamtliche gesucht werden für bestimmte Tätigkeiten. Und dann geht es gar nicht darum, welche Tätigkeiten das sind oder welche Fähigkeiten die Freiwilligen mitbringen sollen, sondern die Aufmachung dieses Aushangs passt nicht, die Farbe stimmt nicht oder ähnliches, ne? Also das ist eigentlich nicht ganz so wichtig, aber wird halt stärker diskutiert als die Tatsache, dass man jetzt noch mehr Freiwillige gewinnen möchte. Und wenn beispielsweise auch externe Personen dazukommen, Berater, Beraterin, Prozessbegleiterin, dann kann sich der Widerstand auch darin äußern, dass man diesen Beraterinnen die Schuld gibt für die Veränderung, die angestrebt wird und auch so ein bisschen denkt, der hat doch gar keine Ahnung von uns, warum ist er jetzt da, warum begleitet er uns oder vielleicht sagt man auch, warum wurde überhaupt ein Berater hinzugezogen, wir kriegen doch alles alleine hin. So. Also das sind einige Beispiele, vielleicht kennen Sie auch das eine oder andere aus Ihrem Arbeitsalltag. Und wir gehen mal weiter und schauen nochmal auf die Ursachen für den Widerstand. Da möchte ich auch einladen, schon so ein bisschen zu schauen, wenn Ursachen, wenn Sie analysieren können, einzelne Ursachen treffen, auch vielleicht auf Ihre Erfahrungen zu, die Sie in Ihrer Organisation mit Veränderungsprozessen und mit den Menschen machen, auch schon mal so zu gucken, was können Sie tun, damit der Widerstand gar nicht erst entsteht oder richtig groß wird, ne? Bei welcher Ursache können Sie vielleicht auch schon im Vorfeld oder am Anfang schon etwas tun, damit es nicht zu einem Widerstand kommt oder der nur sehr gering ist. Also einerseits unklare Informationen, das sagen Menschen, die gegen eine Veränderung sind, relativ häufig. Ich habe gar nicht genügend Informationen. Was soll der Quatsch? Wozu überhaupt? Der Nutzen ist unklar, spielt da auch mit rein. Es gibt eine fehlende Identifikation mit dem angestrebten Sollzustand. Wenn ich jetzt nochmal bei dem Beispiel mit der Datenbank bleibe, dann sagen vielleicht einige Personen, was haben wir denn davon? Wir sind doch bisher mit unseren Excel-Tabellen gut zurechtgekommen. Welcher Nutzen steckt dahinter? Wie sieht dann sozusagen die neue Art des Arbeitens aus? Das korreliert manchmal auch ein bisschen mit einem Punkt, der weiter unten steht, nämlich Angst vor Überlastung. Wenn eine neue Datenbank integriert wird, dann muss ich mich ja auch ein bisschen mit der Anwendung dieser Datenbank beschäftigen. Wie bediene ich die? Wie arbeite ich damit? Da kann auch Angst dahinter sein, sich die Blöße zu geben, ich kann das nicht. Und da finde ich selbsterklärend dann natürlich zu schauen, was brauchen die Menschen, welche Befähigung, welche Unterstützung brauchen sie, um beispielsweise mit einer neuen Datenbank arbeiten zu können? Welche Anwenderschulung sollte ich dann am besten mit einplanen und am Anfang auch kommunizieren, dass Personen, die von diesen Veränderungen betroffen sind, auch eine Unterstützung bekommen und nicht gesagt wird, ab heute arbeitest du jetzt mit der Datenbank. Sorgen um die eigene Position oder Zukunft gehen auch mit Veränderungsprozessen manchmal einher. Also gerade da, wo vielleicht doch nochmal die Struktur innerhalb einer Organisation verändert wird, vielleicht Verantwortlichkeiten, Entscheidungskompetenzen von Personen verändert wird.
Da stecken auch so ein bisschen Sorgen dahinter. Ich glaube, in einigen Bereichen der Digitalisierung, wenn wir immer mehr digitale Tools implementieren, anwenden oder auch Stichwort künstliche Intelligenz, dass vielleicht auch bei einigen Menschen eine Sorge da ist. Ist das, was ich jetzt arbeite, eigentlich, kann ich das noch in 2 oder 3 Jahren tun oder werde ich hier eigentlich gerade wegrationalisiert sozusagen? Einher geht manchmal auch ein Gefühl der Entwertung, wenn es zu Veränderungsprozessen kommt. Sowas wie, ich habe das bisher gut gemacht, warum muss es jetzt anders gemacht werden? Ist das nicht gut genug, was ich gemacht habe? Es gibt eben diese Angst vor Überlastung, manchmal auch eine Angst vor Kontrollverlust, Freiheitsverlust. Vielleicht muss ich dann, wenn es eine Veränderung ist, wir wollen besser ansprechbar sein für unsere Zielgruppen. Wir nutzen jetzt häufiger beispielsweise Social Media oder irgendwelche Chatprogramme, dass wir mit unseren Ehrenamtlichen sprechen können, Abendstunden, am Wochenende. Da könnten einige halt auch die Sorge haben, dass sie halt in ihrer Freizeit dann auch noch Anfragen oder Nachrichten von den Ehrenamtlichen beantworten müssen und das als einen Freiheitsverlust auch erleben, sozusagen rund um die Uhr ansprechbar sein zu müssen. Und es gibt dann vielleicht als Ursache auch sogenannte persönliche Animositäten. Also so in etwa die Veränderung selber oder das Veränderungsziel ist mir ja klar, aber dass diese Person das jetzt da vorschlägt, das finde ich gar nicht so gut, das muss doch nicht sein. So. Also um das ein bisschen zu untermauern, dieses Beispiel. Beteiligte stellen sich in Veränderungsprozessen verschiedene Fragen. Kann ich das? Will ich das? Warum und wozu das Ganze? Sie sehen darunter weitere Fragestellungen als Konkretisierung. Die Anregung, die ich Ihnen dazu geben möchte, ist zu versuchen, in so eine Art Perspektivwechsel zu gehen. Also vorausgesetzt, Sie sind selbst die Treibenden von den Veränderungen in diesen Veränderungsprozessen. Mal zu schauen, einzelne Personen aus dem Team oder von den Betroffenen vielleicht auch durchzugehen und zu überlegen, wie beantworten die diese Frage, wenn die sich die stellen? Wie, ne, kann ich das? Traue ich mir das zu? Bin ich dem gewachsen? Welche Erfolgsaussichten habe ich? Und Antworten dazu zu finden und diese Antworten auch mit den Betroffenen zu kommunizieren. Also das ist in Veränderungsprozessen und da, wo sie vermuten, dass der Widerstand auftreten könnte, auf jeden Fall ein wichtiges Instrument zu kommunizieren. Nicht nur Informationen zu geben, sondern auch im Gespräch zu bleiben mit den Personen, wo sie sehr starke Widerstände spüren oder wahrnehmen. Antworten auf diese Fragen zu geben oder gemeinsam mit den, ich sag's mal, Widerständlern zu finden, kann helfen, die Widerstände auch ein Stück weit zu minimieren. Wenn Widerstand auftritt, dann hat der Widerstand oftmals auch eine Funktion. Also Widerstand ist nicht per se was Negatives. Deswegen nochmal in einer kurzen Zusammenfassung Funktionen von Widerstand dargestellt. Widerstand kann Teams und Organisationen auch vor Überforderung schützen, auch vor unsinnigen oder schädlichen Veränderungen. Also wenn Sie Widerstand wahrnehmen, lohnt sich immer noch mal eine kleine Schleife, ein kleiner Blick darauf zu setzen, im Vergleich zu dem Nutzen der Veränderung oder dem angestrebten Veränderungsziel, hilft uns das? Kann es sein, dass wir während der Veränderungsphase vielleicht eine Überforderung erleben, aber danach gibt es vielleicht eine Erleichterung, Vereinfachung in der Arbeit und vielleicht auch ein effizienteres Arbeiten. Aber wo bleiben wir vielleicht auch in der Überforderung und diese Veränderung ist gar nicht so sinnvoll. Also das sind so ein bisschen Warnsignale für die Veränderungsprozesse, da nochmal genauer hinzuschauen, haben wir dann den gewünschten Nutzen von dieser Veränderung. Widerstand schützt vor schneller Vereinnahmung und dient der Überlebensfähigkeit des Organismus. Er ist Basis für Weiterentwicklung und Erneuerung der Organisation. Also auch hier nochmal so ein bisschen dieser Prüfstein, ist diese Veränderung gut, die wir anstreben? Gehen auch die Menschen tatsächlich mit? Also das sind auch ein Stück weit Aushandlungsprozesse, die stattfinden, wenn wir Veränderungen, insbesondere größere Veränderungen innerhalb der Organisation, anstrengen. Und selbst wenn Sie sich dann irgendwann mal entscheiden, diese Veränderung
können wir so gar nicht umsetzen, hat trotzdem eine gewisse Weiterentwicklung in dem Team stattgefunden. Also beispielsweise könnten halt die Personen, die sich gegen diese Veränderung ausgesprochen haben, danach auch den Eindruck bekommen, okay, ich werde ernst genommen, ich werde wahrgenommen hier, das gefällt mir in dieser Organisation, hier arbeite ich auch gerne. Widerstand ist Energie. Ein Veränderungsprozess ohne Widerstand ist gar nicht wünschenswert, denn der Widerstand zeigt Interesse und Betroffenheit der Beteiligten. Also vorhin bei diesem Akteursbild und Widerstand waren ja so ein bisschen in der Mitte auch die zu sehen und in diesem Berg, ne, auch mittendrin. Das heißt, man sieht die gar nicht so gut manchmal, die gar keinen Bezug haben zu der Veränderung, die auch so ein bisschen gleichgültig sind. Und das macht Veränderungen dann natürlich noch viel schwerer. Also die, die auch laut und deutlich beispielsweise sagen, oder es muss auch nicht mal laut und deutlich sein, aber wo sie am Verhalten merken, dass dann Widerstand da ist, da haben sie Möglichkeiten, das auch anzusprechen und zu thematisieren. Wenn sie aber nur so ein Grundrauschen merken, wo der Widerstand gar nicht so richtig greifbar ist, ist es halt schwerer, damit umzugehen. Also daher, es ist Veränderungsprozesse, auch Widerstände sind energiegeladene Prozesse und es ist eine Chance, diese Energie möglichst auch gut zu nutzen für die Organisation. Und Widerstand ist als Informationsquelle nutzbar. Es gibt Auskunft über die wahren Bedürfnisse der Beteiligten. Wenn ich auf das Eisbergmodell zurückgehe, dann sind es ja die Bedürfnisse, die ziemlich weit unten sogar unter Wasser waren. Und die Frage ist, wie erfahre ich die Bedürfnisse der Menschen? Weil die Erfüllung von Bedürfnissen bei Menschen der Weg dazu ist, dass sie halt eine hohe Mitgestaltung und das Mittragen von Entscheidungen, von Veränderungen hervorrufen können. Das hat ganz viel halt einfach mit den Motiven zu tun. Wenn Menschen motiviert sind, mitzuarbeiten, und das ist gerade im Ehrenamtsbereich ein wichtiger Aspekt, diese Motive zu adressieren, und hinter Motiven stehen oftmals Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Selbstverwirklichung, eigene Ziele, eigene Ideen beispielsweise umzusetzen, aber auch ganz normale Bedürfnisse wie ich möchte halt Geld verdienen, ich möchte ein Gehalt haben oder ähnliches. Wenn das adressiert wird, gibt es halt auch eine hohe Motivation, einen hohen Beteiligungsgrad. Ich komme jetzt schon so ein bisschen auf die Zielgeraden von meinem Vortrag und möchte Ihnen noch mal eine kleine Methode vorstellen. Es wird ja im Juli noch mal einen Workshop geben, einen Vertiefungsworkshop zu dem Thema Umgang mit Widerstand. Da werden wir diese Methode sehr wahrscheinlich dann auch einmal anwenden, sodass Sie das für Ihre Organisation noch einmal machen können. Oder Sie machen das auch ohne den Workshop und können mit einer sogenannten Akteursanalyse identifizieren, wo es vielleicht zu größeren Widerständen bei Veränderungsprozessen kommen kann. Das Vorgehen ist so, dass Sie, wenn Sie vor Veränderung stehen, dass Sie im ersten Schritt nochmal schauen, wer sind denn die Menschen, die an der Veränderung beteiligt sind oder auch davon betroffen sind? Also das wären Akteure, wären beispielsweise die hauptamtlichen, die ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die Zielgruppen, die Begünstigten der Arbeit ihrer Organisation und Stakeholder wären auch die Personen, die auch Entscheidungen treffen würden. Das können die Vorstände beispielsweise sein, vielleicht auch bestimmte Gremien in ihrer Organisation, manchmal auch Fördermittelgeber beispielsweise. Sie sammeln das bestenfalls auf kleinen Moderationskärtchen pro Akteur oder pro Person ein Kärtchen und dann bringen Sie das in so ein Koordinatensystem, wie Sie es unten sehen, und sortieren das. Auf der vertikalen Linie ist dann quasi Macht oder auch Einfluss zum Veränderungsvorhaben und auf der horizontalen Ebene ist das Interesse. Also das heißt, je weiter oben, also der Quadrant, der links oben ist, da ist halt eine hohe Macht, aber wenig Interesse oder hoher Einflussgrad auf das Vorhaben, aber wenig Interesse. Das ist im Grunde genommen der Quadrant, der für Sie der ausschlaggebendste ist, wo Sie an Menschen herantreten sollten, um sie sozusagen für ihr Vorhaben zu gewinnen. Weil die haben Einfluss auf ihr Vorhaben, aber wenig Interesse daran. Und wie können Sie das Interesse erhöhen, sodass es auch zu einem positiven Nutzen führen kann für Sie.
Und dann können Sie halt im Grunde genommen die Kärtchen jeweils so zuordnen in diesem Koordinatensystem und würden dann in einem dritten Schritt sich die einzelnen Akteure anschauen, also beispielsweise die aus dem oberen linken Quadranten und nochmal genauer gucken, was sind deren Bedürfnisse und Motive? Warum haben die zum Beispiel wenig Interesse an dem Vorhaben? Haben die eine andere Idee? Ist ihnen das egal? Also was steckt dahinter, hinter dem Desinteresse oder hinter dem geringen Interesse? Und wenn Sie dann in dem Schritt geschaut haben, was sind deren Motive und Bedürfnisse, können Sie diese auch stärker adressieren. Das heißt nicht, dass man immer das Verhalten von Menschen dann gleich ändern kann, aber man kann es besser verstehen und auch besser ins Gespräch kommen mit diesen Menschen oder weiß auch, vielleicht haben die viel zu wenig Informationen zu dem Veränderungsvorhaben bekommen und ich muss mehr informieren, damit auch das Interesse beispielsweise steigt. Also das so als eine Methode, mit Widerständen umzugehen. Hier nochmal der Bezug zwischen Widerstand und Motivation, also warum wir auch ganz stark Motive von Menschen adressieren sollten. Weil Motivation die Summe von Beweggründen sind, die das Handeln eines Menschen beeinflussen. Also habe ich ja vorhin schon kurz erläutert, wenn ich motiviert bin, etwas zu tun, dann wirkt das auch auf mein Handeln aus. Also dann setze ich auch etwas um, dann beteilige ich mich vielleicht an dieser Veränderung. Es ist eine Grundvoraussetzung für Lernbereitschaft und Leistungserbringung. Ich habe unten noch so eine kleine Formel ergänzt, dass die Leistung, Leistungsfähigkeit, die Kombination oder die Multiplikation aus Wollen, Können und Dürfen ist. Das sind zwar so einzelne kleine Verben, die da so stehen, aber wenn man sich die im Einzelnen anschaut, steckt da viel dahinter. Also will ich als Mensch diese Veränderung vorantreiben? Kann ich das? Habe ich die Fähigkeiten? Habe ich die Kompetenzen? Oder was brauche ich dann auch dafür? Und darf ich das? Darf ich diese Veränderung gehen? Was brauche ich auch, um das zu dürfen? Lernen und leisten als wichtige Voraussetzung des Erfolgs eines Unternehmens. Also wir sprechen ja auch manchmal von der sogenannten lernenden Organisation und das Lernen hat einfach viel mit dem Menschen selbst zu tun. Können wir lernen? Können wir aus den Fehlern lernen? Können wir was Neues lernen? Kriegen wir die Möglichkeiten auch dazu, damit wir uns auch nicht überfordert fühlen in der Erfüllung unserer Aufgaben? Das Besondere im Ehrenamt möchte ich noch mal einmal den Fokus darauf setzen. Das ist auch eine meiner letzten Folien. Wir haben im Ehrenamt, werden bestimmte Phänomene beobachtet, die auch untersucht worden sind von Wehner und Günthert. Im Vergleich zum Hauptamt, zur Hauptamtlichkeit, wo ein großes Motiv das Gehalt ist, also die monetäre Absicherung, sieht es im Ehrenamt anders aus. Da geht es darum, dass ich mich als Person stärker einbringe. Der Freiwilligen-Survey hat beispielsweise auch erhoben, dass das stärkste Motiv, sich ehrenamtlich zu engagieren, die Freude an der Arbeit ist. Und das heißt dann wiederum, wie kann eine große Freude, ein großer Spaß an der Arbeit auch erzeugt werden? Im Ehrenamt erleben wir halt nochmal ein stärkeres Streben nach Autonomie und Freiheit, ne? Also sich nicht zu stark in Organisationsstrukturen oder Prozesse einbinden zu lassen, sondern Ehrenamtliche wollen ja auch oftmals selbst entscheiden, wann komme ich, wann gehe ich, was übernehme ich auch an Tätigkeiten. Da ist auch ein sehr hohes Commitment dahinter, wenn sich Freiwillige, wenn sich Menschen engagieren und sie stehen dann auch oftmals uneingeschränkt hinter dem, was sie tun. Und wenn sie das auch umsetzen, verwirklichen können, haben sie ein sogenanntes Flow-Erleben. Also dann flutscht es sozusagen, es läuft alles gut. Und bestenfalls, das ist ja auch in der Bedürfnispyramide der Motivation sozusagen die Spitze, ich kann eigene Ideen verwirklichen, kann mich vielleicht auch selber ein Stück weit verwirklichen in meinem Engagement, indem ich das tue, was ich schon immer mal machen wollte und was, also wofür ich auch gerne Zeit meiner Freizeit spende und gebe. Die vorletzte Folie, durch die gehe ich jetzt ein bisschen schneller durch mit Blick auf die Zeit, nochmal auf den Punkt gebracht, es braucht Widerstand, Veränderung oder Widerstand sind keine Veränderungen. Veränderung geht nur mit dem Widerstand und nicht dagegen. Also das heißt,
Ich habe Ihnen verschiedene sozusagen Analysemodelle mitgegeben, auch eine Methode, wie Sie das herausfinden können. Es geht ganz viel darum, die Menschen mitzunehmen und nicht zu ignorieren, sondern das, was am Widerstand aufkommt, in Form von bestimmten Verhaltensweisen auch wahrzunehmen, auch anzusprechen, nicht darüber hinwegzugehen, weil ansonsten später, wenn Sie eine Veränderung implementiert haben, wenn Sie etwas verändert haben, könnte es sein, dass dann die Verstetigung dieser Veränderung schwierig wird, weil Menschen dann noch stärker in die Ablehnung und den Widerstand gehen. Und immer so ein bisschen zu gucken, welche Botschaft steckt hinter dem Widerstand. Also was sind die Beweggründe der Menschen, die bestimmte Veränderungen nicht mitmachen wollen? Als Anregung, noch auf der letzten Folie, wie so eine kleine Checkliste kann man das verstehen, nochmal schauen. Prüfsteine für die Gestaltung von Veränderungsprozessen. Gibt es ein konkretes Ziel? Werden die Organisationsangehörigen von Beginn an mitgenommen? Wird transparent informiert? Wird auch geschaut, wer kriegt wann welche Informationen? Ist es auch klar, wer wann wie mitentscheidet oder mitentscheiden sollte? Eine zeitliche Begrenzung vorzunehmen, also wenn es einen Veränderungsprozess gibt, zu sagen, das soll bis dann und dann umgesetzt werden, bis dann, dann soll was Neues implementiert sein, einen offenen Dialog zu führen, also ganz viel auch zu kommunizieren mit den Organisationsangehörigen und Wertschätzung, Anerkennung vorleben und leben. Also Widerstand nicht abzulehnen, sondern auch wertzuschätzen, welche Informationen mit dem Widerstand mitgegeben werden. Soweit meinerseits. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe damit jetzt erstmal wieder an dich, Marlene. Vielen Dank, liebe Susanne, für den Input. Und es kam auch eine ganz rührende Nachricht während deines Vortrags. Und zwar, Frau Saliger spricht mir so sehr aus der Seele. Das kenne ich alles genauso aus dem Alltag. Das wollte ich dir gerne jetzt direkt auch schon wiedergeben. Dann komme ich auch zu den ersten Fragen. Und zwar kam die Frage, wie gehe ich mit Kollegen oder Kolleginnen um, die sich gegen den Widerstand wehren, gefühlt richtig abblocken und auch schlechte Stimmung verbreiten? Also es gibt jetzt nicht die eine Antwort darauf, das ist schon auch sehr kontextbezogen, also auf Ihre konkrete Situation, wie ist die Art und Weise Ihres Miteinanders, wie kommunizieren Sie miteinander, welche Besprechungsformate haben Sie? Ich möchte eher ermuntern, mal so aus dem, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, vielleicht mal in die Analyse zu gehen, ne? Welche Menschen sind es und wie ist Ihre Haltung, Ihr Verhalten zu der Veränderung? Und ins Gespräch zu gehen. Also kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Und daran anschließend passt ganz gut die nächste Frage. Wer sollte denn diese Veränderungen kommunizieren? In einem Verein zum Beispiel sollte sowas immer über den Vorstand gehen, sollten es immer dieselben Personen machen oder was schlagen Sie da vor? Also auch das ist wieder sehr abhängig davon, wie Sie im Verein miteinander arbeiten, miteinander kommunizieren. Also das kann wirklich so oder so sein. Wenn Sie zum Beispiel, ich kriege jetzt mal ein Beispiel, es gibt einen komplett ehrenamtlich getragenen Verein, einen ehrenamtlichen Vorstand. Und die Veränderung geht aber nicht von dem Vorstand aus, sondern vielleicht von anderen Vereinsmitgliedern. Dann kommen Sie ohne den Vorstand ja erstmal nicht weiter. Also Sie brauchen sozusagen Befürworter, Befürworterinnen in Ihrem Vorstand, um diese Veränderung umsetzen zu können. Also das so als ein Beispiel. Manchmal ist es auch anders gelagert und Sie brauchen halt auch stärker die Betroffenen selbst oder die Begünstigten der Veränderung, die dann halt Ihrem Wort ein stärkeres Gewicht geben können im Verein. Dann komme ich zur nächsten Frage. Wie gehe ich damit um, wenn strukturelle Hürden bestehen, wenn zum Beispiel nicht genug Zeit ist für Lernen, die Führungsetage aber auch keine Möglichkeit sieht, das zu ändern, beziehungsweise glaubt und die Mitarbeitenden, also glaubt, dass die Mitarbeitenden genug Zeit hätten, wenn sie denn wollen würden? Interessant.
Ja, da muss ich jetzt gerade mal, weil die kam ganz frisch jetzt die Frage rein, ob ich das letzte, also wie gehe ich damit um, wenn strukturelle Hürden bestehen, beziehungsweise wenn zum Beispiel nicht genug Zeit ist für Lernen, die Führungsetage aber auch keine Möglichkeit sieht, das zu ändern, beziehungsweise glaubt, die Mitarbeitenden hätten genug Zeit, wenn sie wollen. Doch. Also das ist eine interessante Situation. Also mein erster Gedanke beim Zuhören war, bevor ich das Ende gehört habe, das Veränderungsvorhaben zu verkleinern. Also zu schauen, wie kann ich halt vielleicht ganz kleinere, also ganz kleine Schritte gehen und nicht gleich in das große Vorhaben. Wenn aber die Mitarbeitenden selbst sagen, sie hätten die Zeit, dann muss offenbar der Vorstand überzeugt werden, dass diese Zeit auch tatsächlich zur Verfügung gestellt wird und die Mitarbeitenden nicht anfangen müssen, irgendwie heimlich vielleicht Veränderungen oder weiß nicht, neue Programme oder ähnliches halt zu lernen. Und jetzt kam auch gerade noch von einer Teilnehmerin die Rückmeldung zu unserer vorigen Frage. Ein Tipp für die Frage, die eben gestellt wurde. Aus der gewaltfreien Kommunikation nutzt sie sehr gerne auch Gefühls- und Bedürfnislisten, um herauszufinden, was die Person braucht und wie sie darin unterstützt werden kann. Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Ja, ist eine sehr gute Ergänzung. Also neben gewaltfreier Kommunikation finde ich auch oftmals so also Verhandlungssituationen, ne? Das Verhandlungskonzept nach Harvard ganz gut, wo ja auch deutlich gesagt wird, man sollte nicht über Positionen verhandeln, sondern über Interessen und Bedürfnisse. Also Interessen und Bedürfnisse stärker in den Blick zu nehmen, und nicht nur das, was erstmal als Position oder Meinung gehört wird, sondern warum gibt es diese Meinung, warum gibt es diese Position? Dann die Frage, was mache ich, wenn wort- und einflussstarke Ehrenamtliche sich gegen Veränderung stellen? Vielleicht auch, weil sie einen Machtverlust gegenüber dem Hauptamt vermuten. Ins Gespräch gehen. Also das ist immer das Erste, was mir da einfällt, auch wenn das vielleicht manchmal schwierig ist, auch wenn es zu banal klingt. Das ist ja immer noch die Frage, wie gehe ich ins Gespräch? Ich würde auch mal die Frage zurückstellen, wie würden Sie in der, also wie würden die, die halt die Veränderung nicht wollen, mit der Herausforderung umgehen? Oder wo sehen Sie den Verein in 1, 2 Jahren? Also versuchen, sie stärker mitzunehmen, bestenfalls sie auch ein bisschen dazu zu bringen, dass sie selber halt eine Idee äußern und dann auch umsetzen können, ne? Also wo jemand dagegen ist oder Kritik hat, sollte es ja möglichst immer eine Alternative geben. Wenn nicht so, dann anders. Und dieses anders mal zu hinterfragen. Dann kam noch die Frage, ob Sie von Ressourcen wissen oder ob es sogar auch Pro-Bono-Beratung gibt für Vereine oder Non-Profits, die Schwierigkeiten bei dem ganzen Thema Veränderungsprozesse haben. Also mir fällt euer Angebot ein, Mailin, ne? Consulting for Good vom Haus des Stiftens. Da kannst du wahrscheinlich dann noch die Webadresse dazu posten. Ansonsten pro bono ist es wirklich schwierig, was zu finden. Aber Unterstützung selbst könnte ich mir halt auch vorstellen. Auf jeden Fall mal bei der DSE auch nachschauen, auch beim Scala Campus. Das ist eine Initiative von Fineo beispielsweise. Die haben halt auch einige Angebote. Also oftmals ist es leichter, was zu finden, wenn ein bestimmtes Thema dahinter steckt. Also wenn Sie etwas verändern wollen, was ist das Veränderungsthema? Wenn es zum Beispiel Digitalisierung ist, dann finden Sie, glaube ich, eher noch Unterstützung. Also tut mir leid, dass ich es nicht klarer äußern kann gerade. Aber das sind so spontan die Sachen, die mir gerade einfallen. Ich habe auch gerade den Link zu Consulting for Good in den Chat gepostet und auch von einer Teilnehmerin kam gerade noch der Hinweis zu den Schmidt-Stiftungen. Ja, Dort danke. könnte man auch mal schauen. Genau, die arbeiten auch Genau. mit dem Gala Campus zusammen. Und Sie können zum Beispiel auch bei Stiftung Bürgermut mal schauen. Die haben auch viele Angebote in dem Bereich, wo es um Wachstum von Organisationen zum Beispiel geht, Ideen weiterzutragen, zu bekommen. Genau, und es kam jetzt auch noch der Hinweis, dass wenn man im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ansässig ist, es dazu ein Angebot der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern gibt. Den Link habe ich Ihnen auch gerade in den Chat gepostet. Genau, die Vereinsberatung da, ja.
Danke, danke für die Ergänzung aus der Runde. Dann komme ich noch zu einer Frage. Macht es Sinn, Veränderungen in komplexen Vereinsstrukturen erst in kleinen Bereichen bzw. Abteilungen umzusetzen, ohne viel Einbindung vieler, also quasi als Pilot und danach erst auf andere Abteilungen auszuweiten? Dann ist zwar weniger Einbindung folgender Abteilungen gegeben, jedoch weniger Argumentation gegen neue Prozesse. Macht es so Sinn? Auf jeden Fall. Also gerade wenn es um komplexe Veränderungsvorhaben geht, zu schauen, entweder wo sitzt der Schmerz am meisten, ne, was müsste als erstes verändert werden, oder wo wissen Sie auch, dass es gut gelingen kann, was man dann auch also ein bisschen als Modellbeispiel weiter nutzen kann. Aber auf jeden Fall, anfangen, kleine Schritte gehen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei dir, Susanne, Sehr gerne. für deinen ganzen Input. Gestern hattest du uns ja quasi in die Welt des digitalen Wandels eingeführt. Also der Schwerpunkt lag bei den Veränderungsprozessen und dem digitalen Wandel. Heute haben wir uns ja mit dem Schwerpunkt Umgang mit Widerstand befasst. Ich hoffe, Sie, liebe Teilnehmenden, konnten einiges für Ihre Organisation mitnehmen. Und ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie heute mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen wie immer einen schönen Tag und freue mich, wenn wir Sie bei einem unserer nächsten Webinare wiedersehen. Damit sage ich Tschüss hier aus dem Süden und bis bald. Tschüss.